Stellen Sie sich bitte vor, wir säßen alle zusammen in einem Boot draußen auf dem Meer. Aber wir haben ein Problem, wir sind zu viele und das Boot droht zu sinken, weil wir zu schwer sind. Scheiße. Deswegen muss einer von uns jetzt das Boot verlassen. Und Sie müssen jetzt unter sich ausmachen, wer dieser eine sein soll. Aber, und darauf kommt es an, Sie müssen es begründen. Und es muss natürlich Sinn ergeben. Alles klar. Bernd, fangen Sie doch bitte an. Oh Mann, ey, wie das stinkt. Hose runter, Mann. Was? Hey, komm schon, Henrik, lass den Maul halten. Ihr beide geht an die Wand und haltet die Fresse. Hey, er hat dir nichts getan, Mann, hör doch mal. Du gehst jetzt an die Wand und hältst die Fresse, sonst bist du dran. Ist okay, hör doch auf, Mann, er hat doch genug Probleme. Kevin, einfach nicht hinsehen. Wir müssen was machen. Vergiss das Ding nicht mal dran. Oh Mann, wenn die Schwuchtel zinkt, sind wir dran wegen unterlassener Hilfeleistung. Falls er zinkt, kriegen wir, was weiß ich, ein Jahr mehr oder so. Es ist immer noch besser, als mit diesem Wichs Stress zu haben. Er sitzt wegen Mord noch 4 Jahre, Mann. Weißt du, wie der uns fickt? Willst du der Nächste sein? Mann, check doch das mal. Guck uns doch an, der macht uns fertig. Wir müssen was machen. Nein, Kevin, denk einfach was anderes. Was eine riesige Scheiße ist das? Reiß dich zusammen. Meine scheiß Sachen, hm? Das ist unsere Schuld, Mann. Mann, echt. Jeder ist hier drin für sich selber verantwortlich. Kapierst du das nicht? Jeder muss schauen, wo er landet. So einfach. Scheiße. Du teilst aus oder du steckst ein. Check das doch mal. Hey, du kapierst es nicht, hä? Bist du ein Opfer? Dann hör auf, dich wie eins aufzuführen, okay? Du musst die ganze Scheiße mal positiv sehen. Jetzt haben wir ein Problem weniger und kriegen nicht noch ein Jahr drauf wegen unterlassener Hilfeleistung. Das ist doch geil. Du müsstest dich mal reden hören. Das ist doch geil. Ey, der hat sich umgebracht, okay? Mann, Tommy, du bist so feige, ey. Ich bin nicht feige. Ich weiß nur, wie ich mich hier benehmen muss. Der ist tot, okay? Und wir hätten was machen können. Mann, du bist eine hinterhältige Ratte. Weißt du was? Wir werden schon sehen, wie er als erster schlapp macht. Ja. Verpiss dich bloß. Du hast verkackt. Wir alle haben verkackt, Mann. Und deswegen ist es scheißegal, was wir hier machen. Wovor haben Sie Angst? Ich will, dass Sie einfach nur überstehen.